Heute möchte ich über ein Thema reden, das mich schon seit richtig langem interessiert. Und zwar, welches Musikgenre wird nach Hip-Hop das populärste Genre? Weil das Ding ist, seitdem es Musik gibt, gab es auch schon immer ein populärstes Genre sozusagen. Und das hat sich auch im Laufe der Jahre immer sozusagen abgewechselt. Also es war niemals ein Genre die ganze Zeit populär. Deswegen kann man auch davon ausgehen, dass irgendwann Hip-Hop nicht mehr das populärste Genre sein wird. Also wenn ich von Hip-Hop rede, ich rede auch von Trap, ich rede von Rap, ich rede auch von diesem Oldschool-mäßigen, ich rede auch von, ihr wisst schon, ich rede von Hip-Hop allgemein, ne, damit ihr wisst. Und wie schon gesagt, das populärste Genre wird sich auch immer verändern. Ich finde, das verändert auch immer so ein bisschen den Zeitgeist der Gesellschaft. Also sozusagen, jetzt ist es ja Hip-Hop-mäßig und die Leute kleiden sich halt auch dementsprechend. Man kann halt in die Zeit zurückgehen sozusagen und sich eine bestimmte Musikrichtung angucken und dann auch gucken, wie die Menschen waren und so. Und das hat sich immer verändert. Also von Mode bis hin zum Verhalten verändert sich eigentlich richtig viel, je nachdem, welche Musik gerade sozusagen beliebt ist. Das Ding ist, in den letzten 20 Jahren, also seit Anfang der 2000er, ist Hip-Hop so mit das beliebteste Genre. Aber wenn man jetzt 1910, wenn man da in die Zeit zurückgeht, war es einfach Opernmusik. Opernmusik war das beliebteste Genre. Und wenn man sich die Leute anguckt und so, die sahen halt auch so, ich weiß nicht, so opernmäßig aus. Ich weiß nicht, wie ich das so schreiben soll. Die hatten diese Kleider an und so, Anzüge mit diesen Trichterhüten und so. Deswegen, also, es hat sich immer verändert. Und 1910 gab es noch nicht mal Hip-Hop. Und jetzt, 100 Jahre, ne, ein bisschen mehr vorher, also vorgespult, ist es Hip-Hop. Und wisst ihr, wie ich meine? Deswegen stelle ich mir die Frage, was kommt nach Hip-Hop? Und wenn man dann zum Beispiel 1960 geht, war es dieses Psychedelic Rock und ein bisschen andere Rock-Sachen auch. Und alle haben sich so angezogen und so verhalten. Ihr kennt das ja, diese Hippie-Zeit, ne? Wenn man sich da Bilder anguckt und die Leute anguckt und was die Leute getan haben und so, man weiß ganz genau, welche Musik gelaufen ist. In den 70ern zum Beispiel war es halt diese Disco-Phase mit Funk und Soul und so. Das kennt ihr ja safe auch. Man muss sich nur ein paar Bilder angucken. Man weiß direkt, ja, dass die Musik hat da gespielt und so. Also, was kommt nach Hip-Hop? Aber ich muss erstmal sagen, das ist nicht easy, eine Prediction aufzustellen sozusagen. Ich kann mir aber ein paar Szenarien vorstellen. Und ich finde, diese Frage ist berechtigt, was nach Hip-Hop kommt, weil ich meine, das gibt es schon. Also Hip-Hop wird nie aussterben, genauso wie Rock niemals ausgestorben ist oder diese ganzen anderen Sachen. Es wird immer Leute geben, die das fühlen und feiern. Aber ich meine, von der Popularität her, so, ich sag heutzutage, niemand feiert mehr so Rock wie damals in den 60ern. Und ich glaube, da kann man mir zustimmen. Hip-Hop ist immerhin schon seit fast 20 Jahren das beliebteste Genre. Und deswegen denke ich mir so, ja, irgendwann kommt die Zeit, wo es das nicht mehr sein wird. Wenn man in die Vergangenheit guckt, dann war das beliebteste Genre immer so 10 bis 20 Jahre das beliebteste Genre. Und ich glaube, Hip-Hop wird ein bisschen länger das beliebteste Genre bleiben, weil es ist so vielseitig, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen denke ich mir so, dass Hip-Hop safe noch so 7 bis 10 Jahre locker noch ganz oben bleiben wird. Vielleicht ein bisschen kürzer, vielleicht ein bisschen länger, kann man nicht genau sagen. Einfach weil man so viel mit Hip-Hop machen kann und das so vielseitig ist. Aber trotzdem, auch irgendwann kommt diese Zeit, wo ein anderes Genre halt das Beliebte wird. Und überlegt genau dann, die Jugend wird auch anders sein und so. Und nicht nur die Jugend, sondern allgemein, vieles wird anders sein. Ich weiß nicht, ich stelle mir diese Frage wirklich schon lange näher und ich denke mir so, was kann das sein? Und hierbei spielen immer mehrere Faktoren eine Rolle, also welches Genre an Popularität gewinnt. Und zum Beispiel sind es irgendwelche Krisen oder gesellschaftliche Veränderungen oder zum Beispiel auch neue Technik. Oft ist es auch eben so, dass das neue populärste Genre aus einem Genre kommt, das vorher schon da war. Zum Beispiel aus Blues wurde Rock und aus Soul wurde R&B. Und das ist halt eben auch ein fließender Übergang. Das passiert nicht einfach so auf einmal. Checkt ihr? Und ich habe mir auch ein Video angeguckt, wo die beliebtesten Genres immer so gezeigt wurden. Man sieht halt so, dass viele Genres, die beliebt wurden, vorher schon so locker 10 Jahre, okay, so im Schnitt 10 Jahre in der Kategorie der Top 10 schon war. Also man kann vorher sagen so,
okay, da das Genre lauert unten und das kam dann so nach oben über die Zeit. Das Ding ist, es gab aber auch Genres, die auf einmal explodiert sind. Zum Beispiel ist Rock 1955 auf einmal explodiert. Das kam aus dem Nichts und zack, das war das beliebteste Genre. Und das kann auch passieren. Also sozusagen, dass ein Genre auf einmal neu beliebt wurde. Und das liegt zum Beispiel an neue Technik. Weil, soweit ich weiß, wurde Rock so beliebt, weil man elektrische Gitarren gebaut hat und halt eben durch den Verstärker so diese Distortion hatte. Anhand dieser Information habe ich dann eben geguckt, welche Genres die beliebtesten sein könnten. Und es gibt drei Szenarien, also ich habe drei verschiedene Genres sozusagen als Prediction. Und diese drei Szenarien werde ich einmal kurz durchgehen. Also das erste Szenario ist, dass ein Genre schon vorher beliebt ist, also die ganze Zeit so. Ein Genre, das nicht komplett neu für uns ist oder auf den... Also einfach etwas, das schon länger beliebt ist und sich dann so langsam hochklettert durch steigende Beliebtheit. Szenario 2 ist, dass ein Genre auf einmal explodiert und ein unbekanntes Genre sozusagen oder ein Genre, das jetzt nicht in den beliebtesten Genres schon vorher ist, so innerhalb von auf den 2 Jahren oder so ein Jahr. Und Szenario 3 ist, dass ein Genre auf einmal explodiert durch neue Technik. Szenario 1, ich würde sagen, am ehesten ist es R&B, weil wenn man sich R&B anguckt, es ist so mit das beliebteste Genre mit Hip-Hop. Fast jeder hört R&B und das wird auch super das ist ja auch so ein richtig fließender Übergang zu Hip-Hop in R&B, weil der Unterschied ist da, aber er ist nicht so groß wie zum Beispiel Hip-Hop zu, keine Ahnung was, Klassikmusik, wisst ihr, wie ich meine? Aber ich kann mir vorstellen, das ist jetzt so ein bisschen eine langweilige Antwort. Deswegen habe ich noch eine zweite Antwort, und zwar Country-Musik dazu. Auf den Country-Musik, weil das wird echt viel gehört und das ist jetzt meine Prediction, weil die Leute in Zukunft immer mehr auf Umwelt und sowas achten und immer mehr so mit der Welt, sozusagen mit der Erde, so, ihr wisst, Öko und sowas, eins werden. Im Laufe der Jahre, die Menschen werden immer mehr auf die Umwelt achten. Und wir werden immer mehr bewusster, dass wir auf die Umwelt auch aufpassen müssen und so. Und wir werden immer mehr naturverbunden und so. Das ist nur eine Prediction, ey. Und in 10 Jahren, die Leute fühlen nicht mehr dieses Urban, dieses Technik und so. Und es ist immer mehr so Country. Checkt ihr auf den. Die Leute hören immer mehr Country und die Jugend wird auch so sein, die werden so Hemden anziehen und so einen Hut. So ein Cowboy-Hut und das wird so Cowboy-Mode überall sein. Und der Slang, das wird so, auf dem man wird sagen, yeeha und so ein Shit, Digga, das wäre lustig. Auf dem, deswegen Country. Also R&B, Country, who knows. Ich finde Country wäre auf jeden Fall lustiger. Aber wenn mein Kind auf einmal so, ich weiß nicht, mein Kind sagt auf einmal, so, ich möchte Cowboy werden, auf dem ich würde sagen, ja, okay, chill. Okay, das zweite Szenario. Ein Genre explodiert auf einmal durch gesellschaftliche Entwicklung. Und in diesem Fall ist das für mich, was ich mir gut vorstellen könnte, Drum and Bass. Überlegt, auf den die Welt im Gegensatz zu Country, das ist so ein bisschen das Gegenteil, die Welt wird immer mehr urbaner und so, mehr Leute ziehen in die Städte und so. Und Hip-Hop kann einfach diesen schnellen Lifestyle dann nicht mehr repräsentieren und Leute fühlen sich mehr zu Drum and Bass hingezogen. Und der Vibe wird auch so, alles wird so ein bisschen so schneller und so und mehr so Avantgarde auf den. Und man kann jetzt schon sehen, Drum and Bass wird ehrlich beliebter. Deswegen vielleicht ist das so ein leichter Prozess über die nächsten 10 Jahre, who knows. Auf den, was ich noch sagen wollte, ich habe letztens ein Drum and Bass Lied gemacht. Und ich weiß nicht auf welche Seite das ist, ne? Auf den, aber ich werde das da oben irgendwie verlinken. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das anhören. Und das dritte Szenario ist, und da habe ich... Ich weiß nicht, das ist jetzt ehrlich verrückt, neue Technik. Ich habe mir vorgestellt, Kanye West ist ja letztens in die Technikindustrie gegangen sozusagen. Was heißt sozusagen, er ist in die Technikindustrie gegangen, er hat gesagt, er möchte Technik machen. Und stellt euch vor, er macht ein neues Device, womit man dann Musik in seinen Kopf hören kann. So, das wird nicht mal mit Kopfhörern, sondern das ist direkt in deinen Kopf und das ist so, als wärst du live dabei, als würdest du es mit deinen Ohren hören, so richtig doll. Und dann macht er mit seinem Gospel weiter und durch diese Technik ist es so heftig, Gospel zu hören, dass alle anfangen, Gospel zu hören. Und weil das so doll ist, so, das ist so in dem Kopf so richtig doll und man fühlt sich so richtig erfüllt, wenn man das hört.
Und alle werden so richtig gospelfanatisch. Alle werden sich so in so weißer Kleidung anziehen und sind so richtig nett und freundlich, alle Menschen auf denen. Und die Kinder sind dann auch so, und der Slang, es gibt kein Slang mehr, so, das ist so, man redet so gehoben und sowas. So, und dann auf denen alles ist so heilig und so himmlisch, so, wisst ihr, ich meine? So, das sind meine drei Predictions. Und ich sag jetzt schon, wenn eine davon wahr wird, das wäre echt crazy. Auf denen, ich könnte mir richtig vorstellen, dass R&B wirklich größer wird als Hip-Hop. Aber die anderen, die sind so ein bisschen verrückt. Aber ich meine, wir sind ja auch von Opernmusik zu Hip-Hop gekommen. Also mal gucken, was alles passiert. Was denkt ihr, wäre das nächste große Genre? Das muss nicht einer von meinen sein, die ich vorhergesagt habe. Vielleicht denkt ihr euch ein eigenes aus. Schreibt mir das in die Kommentare. Das hilft natürlich mir auch weiter für den Algorithmus und so. Das freut mich auch, wenn ich eure Kommentare lese. Also, bis jetzt sind das nicht viele, aber vielleicht irgendwann. Genau. Und like das Video, das hilft mir richtig weiter, weil ich gebe mir Mühe. Und dieser Like, der macht das, der pusht das Video. Auf den, der bringt das weiter und so. Und ich kann neue Leute erreichen. Abonniert mich, wenn ihr meinen Content mögt. Ich mache Musik-Content. Ich habe noch auf meinem Kanal ein bisschen anderen Content, aber ich mache Musik-Content. Und ja, das war's eigentlich. Danke fürs Zusehen, besonders wenn du bis jetzt noch dabei bist. Das ist auch sehr gut für den Algorithmus. Und ja, man sieht sich nächste Woche.